So, der vierte Part von diesem Event, ich bin mit Mark Äpfel in einem Team, ist ein Capture-Event, so wie es scheint. Und ich muss das Militärflugzeug von A nach B bringen. So habe ich jetzt quasi den Text gedeutet, weil ich hatte keine Lust, den komplett durchzulesen. Nur so grob überflogen. Und mal schauen. Mal schauen. Auch den komischen Miljet, ja, so heißt er, habe ich mir gegönnt. Für viel Geld. Und bin auch diesen bisher nur einmal geflogen. Ach, hier starten wir also. Ja, das ist ja cool. Sehr cool. Sehr cool würde unser Kollege Echo LP sagen. Echo LP ist jetzt auch unten in der Videobox verlinkt. Da hat schon jemand einen Miljet eingesammelt und ich mag Äpfel fliegt Flugzeug, also Killerjet. Gipi, und hoch damit. Und rum. Vorzugsweise sollte ich jetzt hier nicht. Nein! Nein! Sag mal, also hier läuft's ja heute, also. Wir müssen die Leute denken, also die denken ja, ich bin zu doof zu fliegen. Was? Nein, 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 nein! Ich mach's schon, ich mach's schon, ich mach's schon. Ah! Das wird gerade peinlich. Ich bin schon wieder außer Gefecht. Siehst du, Flugzeug fliegen ist auch nicht unbedingt meins. Komm schon. Hat der genauso wie ich Selbstmord begangen. Das ist gut. Wir sind ja wirklich hier zwei Profis am Work. Komm schon, ich will den Miljet von Air Force One. US Air Force. Das ist die Air Force One, ne? Bisschen kleiner, aber gut. Stört ja nicht. So, jetzt gebe ich mal richtig Mühe hier. Komm. Erstmal richtig durchdrücken, das Pedal, Pedal to the Metal. Und dann. Oh! Fahrwerk rein. Ja, ich weiß, es sieht schon wieder so aus, als würde ich runterfallen. Aber diesmal, ich hab's unter Kontrolle. Ich hab's unter Kontrolle. Ja! Ja, wo ist das Ziel? Hoffentlich jetzt nicht hinten der große Los Santos International Airport, weil das dauert mit dem Ding. Aber gut, wir haben ja 13 Minuten Zeit. Wer sagt's denn? Das Geile wäre natürlich, wenn man das mit noch mehr Leuten spielen würde, weil dann wäre das ziemlich einfach. So muss einer jetzt hier bei vier Leuten das Ding hier fliegen und die anderen müssen mich beschützen. Also einer muss sich beschützen. Bei mehreren Leuten wäre das natürlich cool, wenn dann zwei Leute gleich so einen Miljet sich nehmen würden und dann hätte man schon wieder zwei Punkte. Aber so wie es scheint, fahren wir. Wir fahren natürlich. Wir fahren zum Los Santos International Airport. Los. Das Ding ist echt lahme. Also es ist für so ein Jet ist natürlich schnell, aber insgesamt ist er lahm im Vergleich zum Kampfflugzeug oder Besra. Es ist echt scheiße, das Ding. Das ist nicht schön. Ich hoffe doch mal, wenn ich das Ding abliefere, dass ich dann nicht noch wieder zurückfliegen muss, sondern hinten wieder in einer Militärbasis spawne. Weil das wäre doch. Da hat irgendwer gerade was abgeliefert. Mensch, ich dachte, mein Äpfelfreund ist hier dafür zuständig, das andere Ding da abzuschießen. Komm schon. Oh, ich hätte mich gerade vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Erschrocken, erschreckt. Erschruckt. Muss ich denn überhaupt hin? Sag jetzt nicht, ich muss da drinnen landen. Wo muss ich denn hin? Komm schon, wo muss ich hin? Komm schon, sag mal. Aha, ich wurde gerade angeschossen. Na, bitte jetzt nicht umfallen. Bitte nicht. Nee. Komm schon. Das Ding ist so langsam, ey. Das glaubt ihr nicht. Scheiße! Kacke! Das ist ja gar nicht unser Landepunkt. Wir sind ja blau. Wir sind ja blau. Oh, wie peinlich. Oh, guck hier, wenn ich das hebe, geht da vorne hoch. So viel Power. Das wird doch nicht. Der Äpfelfreund fragt sich auch, ey, was macht denn der Looter da unten? Hat der Panne? Und wenn ich jetzt da ganz viel Glück habe.
Alter, das ist ja mal peinlich, ey. Hoffentlich sieht das hier keiner. Da wurde was abgeliefert. Flieg zurück, Junge. Flieg zurück. Flieg zurück. Ich hoffe, der... Nein! Zurückfliegen auch noch. Nein! Wäre jetzt toll. Kann ich mit so einem Mini-Flugzeug zurückfliegen? Mm. Jetzt habe ich aber auch die Wahl zwischen... mit diesem Flugzeug in das große Flugzeug reinfliegen vom Gegner oder mir selbst so ein kleines Ding hier zu gönnen. Ansonsten, das ist doch scheiße. Also zu zweit ist das hier relativ doof. Ja. So, Besra, zeig mal, was du kannst. Das Problem ist, Äpfel hätte zurückfliegen sollen. Mama, Fahrwerk hierin. Und hier beam. Gebeam. Ich hoffe mal, dass Äpfel gut schießen kann und den anderen dann da runterholen kann. Runterholen. Na gut. Also wie gesagt, die Mission hier ist zu zweit tragbar, aber macht nicht wirklich Spaß zu zweit, weil da fehlt irgendwie was. Und ja. Also mit 8 Leuten wäre das natürlich ziemlich spaßig. Aber hey, wir sind immer zu viert, aber wir machen das Beste daraus. Na, Junge? Ich war das. Hallo. Er ist schneller als ich, ne? Oder? Ist er schneller? Er kann aber nicht wirklich fliegen, weil wenn er fliegen könnte... So. Caramba, würde ich sagen. Boah, was macht der denn? Was macht der denn? Was tut es? Was tut es? Da sind aber auch 2 Jets. Boom! Ich hab dich, Junge! Bitch, please! Yeah, so war's geplant. So war's geplant und nicht anders. Ich hoffe doch mal, ich spawn jetzt... Komm, 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 zurück, zurück, zurück. Hippie, das ist jetzt Hippie. Komm schon. Komm schon. Und jetzt stehen bleiben. Bitte, jetzt. Bitte, bitte. Ah! Viel zu weit. Och nö. So, ich muss jetzt meine Flugkünste unter Beweis stellen. Und zwar mit diesem Ding hier, ey. Das ist... Man kann es schaffen, so wie ich vermute. Und ich wähle jetzt mal einen anderen Weg. Natürlich in diese Richtung, die natürlich total sinnvoll ist. Aber jetzt gebe ich erstmal Gas. Los, gib ihm hart. Ah, ich merke, Äpfel tut seinen Dienst sehr gut. Im Dienste der Wissenschaft. Was? Im Dienste der Wissenschaft? Nein, im Dienste des Lucky Loot. So, ich werde jetzt hier außenrum langfliegen, weil mir das besser erscheint. Warum? Keine Ahnung. Muss ja nicht immer alles argumentieren und beweisen, aber ich finde es hier schön. Hier kann man echt schön fliegen. Bloß wir müssen halt schneller da sein als der andere Bob. Damit wir das ganze Event noch rocken können. Let's rock. Aha. Aha. So, und wie ich sehe, geht die Aufnahme schon wieder fast eine halbe Stunde. Und ich denke, das werde ich dann in 2 Parts splitten. Weil ein 30-Minuten-Video guckt sich keiner an. So, nun mal die Statistik von YouTube. So, jetzt geht's hier runter. Bitte nicht hier hängen bleiben. Du bist doch voll hängen geblieben. Ja, ich bin voll hängen geblieben. In der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Auch wenn das jetzt nicht wirklich Sinn ergibt. Ja, ich kann fliegen. Ja, du kannst gleich aufs Maul fliegen. Nein. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Irgendwer hier? Ah, man will nur nicht zu tief fliegen. Aha. Aha. Interessant. Nein! Nein! Nein, 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 nein!
Ich hoffe, mein Kumpel ist hier irgendwo gerade. Wo kommt der so schnell her? Ja, ich hab's schon gehört. Was macht denn der da oben jetzt Zeit? Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann... Komm schon, ey. Mensch. Ja, ich weiß, dass ich Verlierer bin. Dankeschön. Das hättest du mir nicht sagen müssen. Ja, als Verlierer bekommt man noch 3500 Geld. Das ist jetzt nicht so viel. Na gut, also ob hinter diesem Charakter auch wirklich ein weiblicher Spieler steckt, wage ich einfach mal ganz stark zu bezweifeln. So, das nächste ist dann ein Fallschirmsprung und ich glaube, das kann ich nicht. Ich habe immer so Probleme beim Landen. Das sieht niemals im Gesicht aus wie ein Weib. Mehr wie so ein Typ, bloß als Zweig gekleidet. Vor allem diese Beine, ey. Boah, nee, das ist Mannsweib. Hallo, ich mag Äpfel. Gucke, bist du sogar noch im Endscreen drinne hier. Ich mag Äpfel, ist vor mir. Und ich muss hier irgendwie durch das Ding. Ich muss hier drücken? Was muss ich denn drücken? Ach, Dreieck. Dreieck! Gut, das war noch gar nicht so schlecht. Für den Anfang. Punktzahl des Führenden, okay. Bin ich der Führende? Wahrscheinlich nicht. Nee, bin ich nicht. Also mit diesem Fallschirmfliegen werde ich echt nicht warm, ey. Da kriegst du einfach zu viel. Aber es sind halt nur 5 Punkte Unterschied. Ob man das noch rausreißen kann, wage ich stark zu bezweifeln. 15 Punkte mehr, yeah! Brumm, brumm. Ne, mit brumm, brumm ist hier nicht so viel, aber wenigstens habe ich einen schönen, in Anführungszeichen, schönen Fallschirm. Sieht ein bisschen schwul aus. Aber immerhin habe ich meine Nationalität zum Ausdruck gebracht mit einem Rucksack und Deutschlandfarbenbemalung. Kurve. Okay, noch eine Kurve. Oh. Ach du Scheiße, da hinten ist das Ziel? Das ging ja schnell. Das ging ja richtig schnell. Voll schnell. So, mal gucken, was das jetzt noch wird hier. Hä? Soll ich jetzt wieder unten drunter oder drüber fliegen? Drüber wird wahrscheinlich schwer. Also drüber wird ein Ding der Unmöglichkeit. So, dann hier lang. Ja. Vielleicht das Ding noch ein bisschen hochziehen? Bloß jetzt nicht in der Palme hier unten landen oder was das für eine Blume ist. Ich habe in Biologie leider nicht aufgepasst. Ja! In der Mitte gelandet. Yeah. Ah, Erster! Ich bin Erster mit 185 Punkten. Das ist doch mal gar nicht so schlecht, oder? 3000 Geld und ein paar RPs, ja, das war gut. Brauche ich wenigstens keinen RP-Glitch, aber ich bräuchte mal wieder ein paar Haare. Zumindest auf dem Kopf. Das ist ein magisches Pferd und es geht weiter. Mit Hubschrauber fliegen? Ich kann nicht Hubschrauber fliegen, das wird... Oh, nee. Also Hubschrauberfliegen ist, wie gesagt, immer... Ja, man muss damit klarkommen, ne? Ich komme zum Beispiel nicht damit klar und auch nicht mit dieser schönen Lackierung, aber ich habe es immer gewählt. Oh. Rum. Da hat einer einen Buzzard gewählt. Einen Buzzard. Ja, das könnte interessant werden, weil die anderen haben das, glaube ich, auch hier, das Gerät, wie ich. Derselbe Gerät. Der Gerät... Fängt früher an, ist vor dem Geschäft, im Geschäft. Nein, sagen wir mal, ja. So, jetzt mal runter hier. Okay. Das fängt ja schon mal gar nicht so schlecht an. Wir müssen das nur noch ganz nach Hause fahren hier. Und bei 2 Runden habe ich so das ganz dumpfe Gefühl. Boah, das war ja 90 Grad Wende, Junge. Unter der Brücke, über der Brücke, ich entscheide mich für oben drüber. Ist immer die beste Wahl. Und das Ding ist relativ schnell, habe ich so das Gefühl. Zumindest bin ich auf dem ersten Platz. Hier. Und dann geht's da lang. Das gefällt mir auf jeden Fall, dieses Event. Eigentlich ist es ja kein Event, aber wenn Rockstar das so betitelt,
sind da eigentlich nur neue Jobs, also Missions. Das sind Missions, die man sich runterladen kann. Und wie werden die gelistet? Die werden unter Spielelisten gelistet, damit ich sie spielen kann. Da bin ich fast zum Stehen gekommen. Aber immerhin, ich fliege noch, bitte nicht zu tief, weil sonst liege ich im Wasser. Und ich war halt schon duschen. Das muss jetzt heute nicht normal sein. Das ist mal so nass. So, los. Okay. Ah, ich glaube, da hinten ist auch schon wieder das Anfang. Das Anfang? Na klar, Wortschöpfung heute. Der besonderen Art und Weise. Das sieht aus, zumindest so aus, wo ich gerade gestartet bin. Ob man mit einem Hubschrauber unten durch den Tunnel passt? Wo waren das in welchem Film? Ach, Mission Impossible. Mission Impossible natürlich. Und wir haben Runde 2 erreicht. Mit einer sauberen Runde haben wir die letzte Runde abgeschlossen und sind jetzt in Runde 2 von 2. Jetzt heißt es anstrengen, Luti. Ja. Was? Wieso spreche ich schon wieder mit mir selbst? Das hilft beim Denken. Okay, dann nehme ich das einfach mal so hin. So, jetzt ein bisschen Skill oder ein bisschen ohne Skill? Mit Skill, komm. Jawohl, das war ja doch leichter als gedacht. Na gut, wenn man den richtigen Winkel hat, so wie ich jetzt, ist das okay, aber alles andere ist tricky. Tricky. Ausgelöscht. Also Chen Shu ist ja nicht gerade der beliebteste Spieler hier. Aber ich bin ja super beliebt hier, oder? Oder? Schreibt's in die Kommentare. Weil ich bin ja ein netter und guter Spieler. Bin ja nicht unfair oder so, wie andere. Die einen dann killen und so, ne? So, 90 Grad wenden. Ach, komm schon. Nicht so viel wackeln. Ja, es ist kein Winter. Das ist klar, also, dass ich das bin mit meiner hervorragenden Steuerung hier. Aber Hubschrauberfliegen ist, wie gesagt, echt nicht mein Ding. Auch wenn es gerade ziemlich gut aussieht. Aber sobald es hektisch wird, ne? War es das für mich mit Hubschrauberfliegen. Bin ich denn meistens in der Position irgendwo da unten zwischen den Bäumen. Und ja. Nochmal die Frage, ob man da unten durchpasst mit dem Hubschrauber? Ich vermute mal ganz stark, nein. Und ich habe das Ganze jetzt als Erster abgeschlossen. Und ich bin Erster. Yeah. Und ich hoffe mal, ich habe das Event als Erster abgeschlossen. Ansonsten würde das ziemlich peinlich sein. Bitte. Okay, und ich bin Erster. Erster Platz lief eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. So mit 16 Punkten ist man immer gut dabei. Und ich würde sagen, wenn jetzt nicht noch irgendwas Besonderes hier kommt, dann war es das eigentlich schon wieder zu diesen kleinen, kurzen ist natürlich relativ, yep, Gewinner, kurzen, angespielt von diesem neuen GTA Online Event. Ne? Ich habe es jetzt so nicht getauft auf diesen Namen, aber Rockstar meint, das ist ein Event. Gut. Bis zum nächsten Mal. Das nächste GTA 5 Online Glitch Video folgt in Kürze. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.